Ja, willkommen zu unserem gemeinsamen Meditationsabend. Ein paar kommen noch, warten wir noch ein bisschen. So, sind es, glaube ich, alle da. Schön, dass ihr Zeit habt. Wir werden heute weiter praktizieren mit der Befreiung des Geistes, erst von dem Hindernis der Unruhe und Reue, den zweiten Teil dann auch mit Einsichtsmeditation. Heute ist ja nicht Austausch, sondern Doppelmeditationswoche. Aber eins nach dem anderen. Beginnen die Meditation damit, eine achtsamkeitsförderliche Haltung einzunehmen, sowohl körperlich, mal überprüfen, ob so sitzt, dass das die nächsten 40 Minuten Wachheit und Entspannung zugleich fördert. Genauso natürlich geistig. Geistige Haltung, die bereit ist, die Verstrickung, Faszination mit den Alltagsgedanken einmal bewusst aufzugeben. Stattdessen den Atem in den Mittelpunkt unseres Interesses zu stellen. Im Körper ist das Gefühl des Ein- und Ausatmens zu erleben. Wenn dieses so einfache, minimalistische Werkzeug der Atemachtsamkeit, um den Geist aus den illusionären Geschichten unserer Gedankenwelt rauszuretten, die Klarheit des gegenwärtigen Moments.
Während wir so achtsam ein- und ausatmen, kann uns überhaupt einmal erst bewusst werden, wie stark die Tendenz des Geistes ist, Projektionen in Vergangenheit und Zukunft zu verwenden, um ein Ich-Gebilde zu erzeugen, das weit über das Leben des gegenwärtigen Moments hinausbuchert. Zu sein glauben, werden zu müssen glauben. All das sind Gedanken in diesem Moment, die uns aber eine Geschichte erzählen von einem Selbst, das weit über dieses Ich hinaus, dieses Jetzt hinausreicht. Wie unheimlich erleichternd kann das sein, bei all das nicht mehr sein müssen, diesen Moment ganz ungehindert erleben können, diesen einen Atemzug entspannt und angenehm erleben können. Uns befreit davon, uns rechtfertigen zu müssen, dafür, wer wir angeblich sind oder nicht sind. Ganz sorgenfrei darüber, wer oder was wir in der Zukunft werden könnten, sollten, müssten. Vergangenheit und Zukunft wie eine überflüssig gewordene, alt gewordene Schlangenhaut von uns abfällt. Wir uns bewusst und klar im gegenwärtigen Moment wiederfinden. Einfach dieses Ein- und dieses Ausatmen im Körper erleben. Werden wir zugleich weniger friedlicher,
achtsam und klar bewusst, verweilt unsere Aufmerksamkeit vom Atem im Körper. Die Tendenz des Geistes außerhalb dieses gegenwärtigen Erlebens in Gedanken nach einem Selbstbild zu suchen, können wir immer wieder bemerken, beruhigen. Das Verweilen der Gegenwart mag ungewohnt sein. Wir halten es aus, so lange, bis der Geist Gefallen daran findet. Dieser Bezugslosigkeit. Der Leichtigkeit, jemand sein zu müssen. Keine Vergangenheit zu haben, die uns verfolgt. Keine Zukunft, die wir nein müssen. Es nichts zu bereuen, nichts zu erreichen gibt. Der Geist ganz natürlich Atemzug für Atemzug Frieden, der Beruhigung erleben. Freudige Erleichterung. Diese Ideen, wer wir gewesen sind oder sein werden, brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Ein Atemzug macht unsere ganze Welt aus.
Ja, dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Sucht vielleicht die gewonnene Ruhe in die nächste Meditation hineinzutragen, damit wir da gut aufbauen können. Dann bis gleich.